Ich wollte heute eine neue Reihe starten und zwar hat euer Boy, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat mal eine längere Doku-Reihe gemacht über die Hells Angels im Deutschrap. Und der hat eine andere Reihe gemacht, ist auch schon wieder ein Jahr her, bin irgendwie ein bisschen spät dran. Ja, 10 Monate. Und zwar Verschwörungstheorien im Deutschrap und die finde ich eigentlich ganz spannend. Ja, die meisten habe ich, glaube ich, schon gesehen, aber ich erinnere mich nicht mehr dran. Ja, wir starten heute mit einer, in der es weniger um Deutschrap geht, sondern eher erstmal allgemein um Verschwörungen. Woher kommt Illuminati, woher kommt die 23 und. Woher kommen diese ganzen Symbole? Und damit fangen wir jetzt erstmal an und schauen einfach mal rein. Travis Scott seine Fans geopfert? Senden deutsche Rapstars wie UFO, Luciano, Badmums Jay oder Shirin David satanische Symbole? Kollega und Kolja Goldstein glauben an sie, die Illuminaten. Für euch bin ich ganz tief in die Welt der Verschwörungen abgetaucht, damit ihr es nicht machen müsst und hab spannende Entdeckungen gemacht. In dieser Serie erfahrt ihr die ganze Geschichte der größten Verschwörungstheorie der Welt, wie sie ihren Weg in die Musik fand und welche gefährlichen Ausmaße das heute annimmt. Komm mit auf eine Reise durch Menschheitsgeschichte, Popkultur und Rap, zwischen Marketing, Paranoia und Extremismus. Augen auf! What is real? Also eigentlich, euer Boy müsste eigentlich irgendwie auf Netflix laufen. Er ist schon ganz schön filmmäßig, so dieses Intro, also erst so dieses Cold Opener, wo er kurz zusammenfasst, worum es geht, dann das Intro und dann geht's weiter und so. Das ist schon krass. Und der macht ja auch immer Serien, der macht ja selten, glaube ich, einzelne Videos, der macht schon immer eher so richtige Serien, Teil 1, Teil 2, Teil 3 und so. Ist schon krass. Es ist 1995, als der bekannteste Rapper aller Zeiten eine Strafe im Gefängnis absitzt. Tupac. Er hört im Knast von Gerüchten über die Illuminaten, eine Geheimorganisation, die angeblich die Welt regiert. Tupac ist wenig beeindruckt und als er aus dem Knast kommt, will er den Gerüchten ein Ende setzen mit dem Slogan Kill Illuminati, töte die Illuminati. Tupacs Plan geht nicht auf. Sein Song Killuminati samt Album sind gerade fertig. Doch bevor er es rausbringen kann, passiert das. Zufall? Ich denke nicht. Also für Leute, die so ein bisschen zu paranoid neigen oder Verfolgungswahn oder irgendwie Verschwörungstheorien glauben und so, ist vielleicht nicht das Beste für euch zu gucken. Es geht ja halt wirklich viel um so Verschwörungskram, das heißt ja auch Verschwörungstheorien. Und auch in den Ursprüngen und so. Und da glaubt nicht alles, was ihr hört, hinterfragt alles. Und häufig ist einfach an vielem nichts dran. Oder das sind alte Geschichten, die heute nicht mehr real sind. Also nimmt das hier nicht zu ernst. Es ist in erster Linie, also zumindest mein Video soll Unterhaltung sein und seins soll in erster Linie aufklären und euch nicht irgendwie sagen, es gibt super viele Verschwörungen. So, ne? Also das ist eher so, okay, steckt dahinter und daher kommt das und deswegen muss ich da als Privatperson mir keine Gedanken drum machen. Jetzt vor kurzem erst verhaftet, ne? Vor einigen Wochen wurde der angebliche Schütze verhaftet. Auch spannend.
Tupac wird im Auto angeschossen und stirbt Tage später im Krankenhaus. Als Grund werden Gangstreitigkeiten mit der Southside Crip vermutet, auch wenn der Täter nie gefunden wird. Tupacs Album inzwischen halt schon und Song Killuminati werden nachträglich veröffentlicht. Eventuell. Rapper Prodigy von Mobb Deep rappt 1995, dass die Illuminaten seine Seele, seinen Verstand und seinen Körper wollen. Geheimgesellschaften hätten ein Auge auf ihn. Auf Jay-Z's Album von 1996 werden die Zeilen von Prodigy wiederholt. Wie kommt es, dass sich die US-Rap-Szene plötzlich mit den Illuminaten beschäftigt? Und wer ist diese Organisation, die auf einmal präsent in den Köpfen der Stars ist? Kurzer Einschub. Ich habe das im Podcast mal erzählt, ne? Aber hier noch nie. Ich habe mich als, wie alt war ich da, 17, habe ich mich sehr viel mit Illuminaten beschäftigt. Also auch gerade mit dem, was jetzt er erzählt, mit Adam Weishaupt, Illuminaten, 17... Ich habe das Datum schon vergessen. Siehst du, da habe ich mich beschäftigt. 1776 in Ingolstadt gegründet und so. Also es kommt jetzt alles noch und ich habe mich da, wie gesagt, viel mit beschäftigt. Bin inzwischen aber ein bisschen von weg und mache das so also hobbymäßig. Gucke ich mir mal Sachen an und so, aber steckt da nicht mehr so tief drin. Wer sind die Illuminaten? Illuminaten und Freimaurer werden gern verwechselt, sind aber eigentlich zwei verschiedene Geheimbünde aus früherer Zeit Europas. Das 18. Jahrhundert in Europa ist eine Zeit, in der sich viele Bünde bilden, um im Geheim über die bestehenden Verhältnisse in Politik und Gesellschaft zu sprechen. Man hat ein Problem mit den Fürstentümern, der Regierungsform, die Macht der Kirche, viele Dinge, mit denen man unzufrieden sein konnte. Im Geiste der Aufklärung schlossen sich also viele Intellektuelle, Freidenker und Dissidenten zusammen, um im Geheim zu besprechen, wie man die Situation im Land verändern kann. In England schossen überall verstreut viele kleine Bünde empor oder Logen, englisch Lodges, auf Deutsch Bauhütten, in denen sie sich organisierten. Viele Logen in England schließen sich 1917 zu einer Freimaurer-Großloge zusammen. Das allsehende Auge wurde vereinzelt als Zeichen aus kirchlichen Bräuchen übernommen. Schon im frühen Ägypten wurde das Auge als göttliche Darstellung benutzt. Das Dreieck um das Auge steht für die Dreifaltigkeit im Christentum, Vater, Sohn und der Heilige Geist. Es ist also kein exklusives Freimaurerzeichen. Dieser deutsche Hochschullehrer heißt Adam Weishaupt. Auch er ist unglücklich mit den bestehenden Verhältnissen im bayerischen Fürstentum und gründet 1776 zusammen mit zwei Studenten seiner Universität einen Geheimbund, der später im Sinne der Aufklärung Illuminati, also die Erleuchteten, getauft wird. Der Dichter Goethe wechselte zu seiner Lebzeit von einer beliebten Geheimorganisation, einem Freimaurerbund, zur nächsten, den Illuminaten. Solche Organisationen, die das Ziel haben, die politischen Verhältnisse zu verändern, ist den Herrschenden natürlich ein Dorn im Auge und so werden die Illuminaten schnell... Das ist ja von Welt der Wunder hier. Warum soll ich? ...schnell verboten und verfolgt. Keine 20 Jahre überdauert ihre Schaffenszeit. Den Verschwörungsmythen zufolge hören die Illuminaten aber nie auf, im Hintergrund zu existieren und Einfluss zu üben. Da muss man auch jetzt sagen, das ist jetzt halt alles schon Verschwörung, also... Verschwörung ist immer auch so ein übertriebenes Wort. Aber das ist alles schon Theorie. Also die wurden offiziell aufgelöst in Deutschland. Es gibt halt die Theorie, sie haben weiter bestanden ohne Erlaubnis und haben dann in Amerika und Co. die Fäden gezogen. Heute gibt es... Ich weiß nicht, ob er das gleich noch George Washington erzählt, weiß ich gar nicht mehr. Aber sonst erzähle ich das gleich. Wieder überall kleine Illuminatenvereine und Freimaurerlogen. Weil die Namen nicht rechtlich geschützt sind, kann auch jeder seine Organisation... Okay, scheinbar in dieser Zeit. Es gibt nämlich die Theorie, dass Adam Weishaupt, der nach Amerika gegangen ist, George Washington hat umbringen lassen und dann selber George Washington war. Und das Beweis nimmt man, dass Adam Weishaupt so ähnlich aussieht wie George Washington auf dem 1-Dollar-Schein. Und deswegen glaubt man heutzutage, also manche glauben das, ich habe das auch eine Zeit lang geglaubt, aber heute denke ich so, ja, ist eher unwahrscheinlich, dass Adam Weishaupt George Washington war. Und ja. Deswegen die Illuminaten so groß in Amerika sind, weil der erste Präsident von Amerika
eben ein Illuminat war. Allerdings, wenn man drüber nachdenkt, 1776 wurde eben Illuminaten gegründet und die Vereinigten Staaten. Das heißt, damals war George Washington schon Präsident. Oder war er direkt Präsident? Das weiß ich gar nicht so genau. Aber er war auf jeden Fall schon ein großes Mitglied der Gründung, weil er ja Gründervater ist. Und ja, ich glaube, man hätte mitgekriegt, wenn man ihn ausgetauscht hätte. So benennen, gefährlich oder geheim sind diese Vereine aber nicht. Vieles, was man über Illuminaten oder Freimaurer in Geschichten hört, ist nicht das Produkt ihrer Taten, sondern kommt aus Fremderzählungen, Mythen, verfilmten Romanbüchern wie von Dan Brown, in denen Geschichtsfakten mit fiktiven Erzählungen ver... Der Dan Brown-Roman hat mich tatsächlich enttäuscht, muss ich sagen. Also der Roman an sich ist gut, aber er hatte eben nichts mit den Illuminati zu tun, was ich kannte. Und zwar habe ich damals, als ich mich damit beschäftigt habe, auch dieses Buch gelesen. Man sieht es gar nicht, wird jetzt angeblendet. Und zwar Illuminatus. Illuminatus heißt das und das ist von Robert Shee und Robert Anton Wilson. Und da kommt auch die 23 drin vor und... Aber ich glaube, das erzählt er gleich auch nochmal. Genau, das hatte ich damals gelesen und dann kam Illuminati raus und ich dachte so, okay, aber ja, war... Also Buch ist gut, spannende Geschichte und so. Die ganzen Dan Brown-Dinger fand ich ziemlich spannend. Hat mich aber aufgrund des Namens ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, okay, es geht wieder um die Illuminaten und um krassen Shit, aber es ging ja nur um so eine Vatikanverschwörung. Vermischt werden. Trotzdem halten sich Gerüchte hartnäckig. Die Geheimbunde lenken unser Weltgeschehen und wollen eine neue Weltordnung etablieren. Die New World Order. Yeah. Sie platzieren Botschaften und Symbole in Musikvideos. Beispiele? Zum Beispiel das Winkelmaß und Zirkel. Für alle, die nicht wissen, was ich gerade gezeigt habe, das ist hier The Click-Zeichen, NWO von der WCW damals. Kevin Nash und Scott Hall und Hulk Hogan, Hollywood Hogan, sorry. Bull der Freimaurer sehen wir hier in Lucianos Video, bei Enemy oder Sido. Wir sehen häufig Pyramiden im Hintergrund, vielleicht als Anspielung auf das allsehende Auge, sowie dreieckbildende Handzeichen, hier von Samra oder San Diego performt. Tiersymbole können eine Rolle spielen, wie die Eule von Minerva, die für Weisheit steht und von Illuminaten, aber auch vom Bohemian Grove Elite Club verwendet wurden. Die Eule bildet das Motiv für Rap-Alben, Fotos und ganze Labels, wie bei Superstar Drake oder auch hier getragen als Kette von Kanye West, die mystische Zahl 23. So eine alberne Kette, Alter, so riesen Chains oben so und eine riesige Eule, Alter, trägt das denn in seiner Freizeit? Die man gerne mit den Illuminaten in Verbindung bringt, glaubt man an Satanismus und Okkultismus der Geheimbunde, kommen weitere Figuren und Symbole in Betracht, wie der Baphomet Ziegenkopf, Schlangen, Teufelshandzeichen oder der Satan höchstpersönlich. Hinzu kommen die häufigen Illuminatenreferenzen in vielen Texten der Stars. Pyramide Hightower, 23 Freimaurer, Aslak bleibt Straße trotz Illuminati-Money. Geheimes Wissen wie die Freimaurer, Illuminaten wollen mein Körper, Geist und meine Seele, stürme die Zentralbank und bring Freimaurer in Bedrängnis. Es ist, ich glaube, da kommt das im anderen Video noch zu, aber das ist halt auch alles häufig hart antisemitisch, ne? Weil Banker, Freimaurer, viel Geld und so, das geht auch häufig auf diesen Gedanken zurück, dass die Juden, die das alles kontrollieren und sowas. Und deswegen kommen solche Lines leider auch häufig aus so einem, ich sag mal, antisemitischen Umfeld. Nicht mal, dass die Leute Antisemitisten sind oder bewusst gegen Juden schießen oder so, sondern einfach aus so einem gewissen, ja, weiß nicht, Haltung her. Es geht jetzt zu tief rein. Wir haben ja auch gerade ganz andere Probleme zwischen was den Bereich angeht. Aber will ich jetzt natürlich auch gar nicht, ne? Aber ja, darum finde ich, das zieht halt nicht immer auf die Illuminaten ab. Das ist halt meistens eher so ein gewisser Style. Also in einem Punkt haben Verschwörungstheorien recht. Man kann die Symbole sehen, wenn man sie sucht, doch liegt der Schluss nahe, dass Musik- und Video-Creator solche Gimmicks einbauen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Aber einige sind sich trotzdem sicher. Rap-Größen verkaufen ihre Seele an die Illuminaten und sind Teil satanischer Rituale. Beweise dafür gibt es viele zu beobachten, sagen sie. Ey, das war richtig schlimm, ne? Das war ja erst vor ein, zwei Jahren oder so.
So soll Travis Scott Astroworld Festival, bei dem es zu Chaos und Toten kam, ein satanisches Ritual gewesen sein, weil es voller einschlägiger Symboliken war. Die in der Menge totgequetschten Menschen seien die Ritualopfer, sie hatten keine Fluchtmöglichkeiten, keinen Fluchtplan. Am gleichen Tag des Konzertbeginns veröffentlichte Travis Scott seinen neuen Song, den er auch als erstes auf der Bühne spielte. Er hieß Escape Plan, also Fluchtplan. Ein bewusst versteckter Hinweis? US-Rapper Young Dolph widmet sein Ja, das von Travis Scott, das war halt einfach scheiße organisiert, muss man sagen. Wie damals die Love Parade, dass sie die da durch einen Tunnel führen. So eine riesige Partymenge durch einen Tunnel führen, wo man rechts und links nirgends hin kann. Also es, ja. Es gibt manchmal einfach scheiß Organisationen, was dann leider Leben kostet. Komplettes Album namenstechnisch den Illuminaten und bringt ein Video voller Illuminaten-Symbolik raus und rappt wortwörtlich: If I sacrifice myself, will I go to hell? Wenn ich mich selbst opfer, komme ich dann in die Hölle? Kurz darauf wird er erschossen. Hat er ein rituelles Opfer gebracht? Sich selbst? Was? Gibt's Leute, die das sagen? Oh, boy. Das ist ja... Es ist ja wie, ach, ich weiß auch nicht, es ist einfach komisch. Lustige Gedankenspiele oder ist da mehr dran? Natürlich sind das keine Beweise. Warum sollte eine Geheimorganisation überhaupt Hinweise über sich selbst streuen? Aber der Glaube an sie... Das habe ich auch, also früher dachte ich so, ja, die machen das, weil die wollen angeben. Heute denke ich mir so, nee. Keine Geheimorganisation würde offensichtlich Hinweise hinterlassen, weil dann wären sie ja nicht mehr geheim. Ich zitiere da immer gerne Yuzu Yu, der sagte, was ist denn das für eine Verschwörung, wenn wie du das weißt. Also weißt du, das ist so, wenn der normale Otto auf der Straße draufkommt, dass das eine Verschwörung ist von irgendwelchen Mächtigen, die den gekauft haben, dann sind die offensichtlich nicht so geheim und so mächtig, wenn sie das so plakativ raushauen. Also das ist schon... Sie ist stark, so wie bei Kollega oder Kolja Goldstein, die beide schon mit dem Slogan Kill Illuminati spielten. Der Gangster-Rapper Kolja Goldstein baute ihn als versteckte Botschaft rückwärts in seinen Song ein. 9-9, 3-6. Kollega rezitiert sogar Prodigys berühmte Line: Illuminati wollen mein Körper, Geist und meine Seele, doch ich hab beide Augen offen, wenn ich scheine Seele. Im Deutschrap sind die Illuminaten als Thema weit verbreitet. Um die Wurzel zu verstehen, muss man sich die Anfänge angucken, wie der Trend nach Deutschland kam. Schauen wir zurück in die 90er, als Pac, Jay-Z und Mobb Deep bereits darüber rappten. Abseits von Rap herrscht eine politische Zeit des Umbruchs. Die Sowjetunion um Russland zerfällt und damit gibt es keinen machtvollen Gegenspieler mehr für die USA im Westen. Ihr Weltbild von Kapitalismus und Demokratie scheint zu siegen und Politiker wie George Bush sprechen von einer neuen Weltordnung. Ich muss sagen, das ist der Vater von dem anderen George Bush, ne? Es gab ja später nochmal einen George Bush, 10 Jahre später oder so. Ja, fast genau. Ja, ziemlich genau. Also 2001 war ja George Bush. Alter, das ist... Wow. September 11? Na, es ist genau 10 Jahre vor 9-11. Zufälle gibt's. Till now, the world we've known has been a world divided. Cold War. Now- das ist schon krass. So 10 Jahre später, nachdem sie sagen so, ey, der Kalte Krieg ist vorbei... 10 Jahre genau darauf, den Tag darauf, danach. Finde, sitzt bei 10 Jahre genau danach, gibt es dann 9-11 und die Welt ist nicht mehr so, wie sie war. Interessant. So, und da könnte man jetzt, mein Gehirn rattert und denkt sich so, okay, das könnte das und das und das sein. Aber mein Verstand sagt mir, als Maul. Das ist einfach Zufall, dass es der 11. September war. Now we can see a new world coming into view. A world in which there is the very real prospect of a new world order. Daraufhin kursieren viele Verschwörungsideen, die New World Order sei ein Plan zur angestrebten Weltregierung, die geheime Agenda der US-Regierung, die wiederum von mächtigeren Leuten wie den Illuminaten gesteuert wird. Hip-Hop als Regierungs... Noch mächtiger? Ich dachte, die Illuminaten sind schon die mächtigsten.
kritische Stimme der Straße nimmt diese Idee schnell in die Musik auf und von hier dauert es nicht mehr lange, bis es nach Deutschland schwappt. Die Rapgruppe Die Firma hat früh eine Faszination für solche Themen. Bereits 1998 widmen sie den Vorstellungen einer neuen Weltordnung den Die eine oder keine. Illuminaten und Satanismus einige Zeilen. Ich melde mich aus dem Jahr 2000 und zur Stunde gehe ich der größten Verschwörung der Welt auf den Grund. Auf der Stirn ein Barcode eingraviert zur genauen Observierung durch die neue Weltregierung. War es die Legierung der neuen Weltordnung? Wer profitierte von JFKs Ermordung? Von Bayern nach Amerika, check den Dollar. Das Auge in der Pyramide, okkult wie die Kabbala. Wer zum Teufel war George Washington? Versteckt man den Satan im Pentagon? Illuminati, Utopia war niemals ein Versprechen. Deutschraps Urgroßvater Tor. Krass, dass ich das damals nicht gehört habe. Wäre genau mein Ding gewesen. Hodge hält 1999 dagegen, dass Illuminati, wie man über sie spricht, nur ein Roman, also fiktiv seien und rückt sie in die Nähe von Religion und der Bibel, die für ihn auch nur ein Buch seien. Alles verschwommen vor lauter Tränen. Schwer zu erkennen, welchen Sinn hat der Wahn. Die Bibel nur ein Buch, Illuminatus nur ein Roman. Im gleichen Jahr entsteht im Berliner Untergrund gerade eine Deutschrap-Zeitenwende mit Kool Savas in der Hauptrolle und Internet spielt eine immer größere Rolle beim Verbreiten von Musik. So macht das erste Lied eines jungen Rappers Ich liebe diesen Song. Namens Prinz Porno in Berlin schnell die Runde. Der hat ein gerade da, also als ich war ja in diesem Wahn und dann habe ich irgendwann, hat mir jemand Prinz Porno gezeigt. Mit genau keine Liebe. Und es war so, wow, und ab da war ich riesiger Prinz-Porno-Fan, allerdings hat er irgendwann dann, ja, die neuen Sachen haben mich dann nicht mehr so gekickt. Table für Battle-Rap, Science-Fiction und Verschwörungen. Die Welt wird kontrolliert von Rosenkreuzern und Triaden, Mafioso, Major-Labels, Militärs und Syndikaten. Der Vatikan führt einen Krieg um Kokain gegen CIA und Contras und natürlich West-Berlin. Adolf Hitler, seine UFOs kontrollieren die USA. Bill Gates ist nur ein Klon von Pablo Escobar. Mit dem Internet verbreiten sich nicht nur Lieder, sondern allgemein Informationen. Geiles Lied. Information aller Art schneller als jemals zuvor, egal ob sie wahr oder falsch sind. Fernseh- und Zeitungsmedien bekommen neue Konkurrenz von unzähligen neuen Websites, wie 1999 durch die Gründung der Seite Infowars. Ach, Infowars, das ist doch hier der amerikanische, oh, wie hieß er, Deutschland wurde das hier der... Ken Jebsen und in Amerika, das war so deutsch, Ken Jebsen ist so die deutsche Version von dem Typ. Gründer Alex Jones. Der US-Amerikaner, genau. Wird in Zukunft viele alternative Medien und Menschen im Westen beeinflussen. Für ihn beginnt ein Informationskrieg mit den etablierten Medien. Denn aus seiner Sicht manipulieren die Massenmedien nur die Bevölkerung. Er selbst sieht sich als Aufklärer. Doch in der Realität beginnt erstmal ein ganz anderer Krieg. Das ist krass, ein Kumpel von mir war, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre, 99 oder 2000, weiß nicht genau, war ja oben noch im World Trade Center. Und dann irgendwann kommen wir an die Schule und sagen, ja, ist jetzt weg, ne? Crazy. Weil wir waren nicht mal in der Schule, wir hatten ein Projektwoche in der Woche und haben uns morgens am Kröpke hier in Hannover getroffen. Mir fällt übrigens gerade auf, dass ihr das mit 9-11 gar nicht sehen konntet bei der George Bush-Ansprache, weil mein Bild davor ist. Nur so zur Info, falls ihr denkt, was labert der da? Was ist denn das für ein Plant-Porn, Alter? Plant? Ist doch Plant. Hätte man auch kürzer machen können, ne? Die sind ja in Boston
ich glaube, in Boston gestartet. Ladies and gentlemen, it's September 12th, 2001. I'm Alex Jones, your host. I believe from all of the evidence that the government actually carried out this bombing themselves, the New World Order occupational government, to create the crisis, to offer the solution. So ein Wichser, ne? Einfach das komplett für Klicks zu nehmen, ey. Einfach irgendein Bullshit erzählen. Ja, das war die Regierung. Cut the wires, stand in nothing, off of dreams, dream of disgusting, cannibalized, all versions of myself. Video gefallen hat, unterstütze mich gerne mit einem Like, Abo oder mit einem Euro hier auf meiner Patreon-Seite, wo du als Dankeschön den nächsten Teil jetzt schon gucken kannst. Ja, das war der erste Teil. Wie gesagt, ging ein bisschen mehr um die Geschichte. Rap war zwar schon präsent und so, aber wird noch expliziter in den nächsten Teilen. Genau. Ich glaube, ich werde das nicht jede Woche gucken. Ich glaube, dann wird es ein bisschen zu krass, aber ich werde das jetzt nach und nach mir die Dinge angucken und drauf reacten. Oh. Wird noch spannend. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Bangerang Man. Weil ich es kann. Weil ich es kann.